Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Let's Play Minecraft Mods. Naja, nachdem wir uns in den letzten Folgen so ein bisschen die Basen angeschaut haben. Oh, Mann, ich sag's euch. Übrigens, netter Tipp. Jemand hat mich darüber informiert, dass man mit dem Carpenterhammer Türen umgestalten kann. Sollten wir uns doch gleich mal einen bauen, hm? Können wir uns das noch mal selbst anschauen. Es gibt auch so einen Carpenter Chisel, aber oh, schaut euch das Mod Spotlight oder sowas dazu an. Ne? Denn das, die Mod kann bestimmt viele tolle Sachen. Aber nur um mal hier die verschiedenen Türmodi durchzugehen. Ziemlich interessante Sache. Geht bestimmt vielleicht auch mit dem Bett. Würde mich mal interessieren, aber... Naja. Okay, was machen wir denn heute? Ja... Ich könnte mich erstmal wieder drüber auskotzen, wie scheiße es ist, Minecraft Let's Plays aufzunehmen, vor allem wenn man mit Mods spielt, aber... Ja, nee. Heute nicht. Ich würde mir gerne Rubber Tree Farm machen. Und dazu brauchen wir Farm Blocks. Am besten von Forestry. Genau so heißt der komische Mod. Kann mal kurz überlegen müssen. Ich überlege gerade, was denn schön wäre. Jeder nimmt diese Standard-Farmblöcke mit Stonebricks, aber die finde ich irgendwie so langweilig. Was könnte denn zu meinem Design passen? Netherbrick ist jetzt auch nicht so der Bringer. Sorry. Quarzblöcke könnten eigentlich ganz interessant sein. Mal gucken, wie viel ich habe. Wow, oh, das ist ja... Puh. Grandios. Okay, keine Quarzblöcke. Chiseled Sandstone. Smooth Sandstone. Wie ist denn das mit Sandstone? Ja, habe ich auch nicht so viel. Ich will nicht die Standardblöcke nehmen. Wir sind so hässlich. Warum habe ich eigentlich keinen Stein? Ach, weil ich nicht nach ID hier gerade sortiere. Das wäre aber vielleicht mal gar nicht so schlecht. Genau. 143 und 44. Soll ich in den Nether gehen noch ein bisschen Quarz abbauen? Wäre das eine Möglichkeit? Ich weiß nicht. Habe ich denn vielleicht ein bisschen Clay? Oh Gott, was ist denn heute los? Bin müde. Auch nicht. Brick. 136 Bricks. Wie viel brauche ich denn für eins? Einen. Na, dann machen wir das doch. Was soll's denn? Das müsste gerade so reichen, um eine Forestry Farm zu machen. Mal schauen. Wie war das nochmal? Welches Layout wählen wir denn? Also die Dinger, das ist eine Multi-Block-Structure. Und sie muss immer 4 hoch sein. Und zwar massiv. Die Frage wäre allerdings, welchen Grundriss wir dafür nehmen. Ganz ehrlich gesagt, dafür, was ich vorhab, würde wahrscheinlich die kleinste reichen. Und die kleinste Fläche ist 3x3. Also wäre das nach Adam Riese 9x4, welche 36 wäre. Fuck! Oh, Mann. Ey. Warum? Warum, warum, warum? 2 zu wenig. Ich könnte 2 Brick Slabs nehmen und sie übereinander positionieren. Krieg ich die irgendwie... Ja!
36, herrlich. Also gut, das dürfen wir es aber auch nicht verkacken. Müssen wir uns mal überlegen, was wir alles brauchen an Blöcken. Zwar brauchen wir auf jeden Fall 36 Farmblöcke, aber wie ist denn das mit den Dingern? Benötigen die... Ja, die brauchen dann immer einen Farmblock, hä? Es gibt nämlich die verschiedenen Sachen, ihr seht hier, es gibt Controller, Valves und Hatches und Gearboxen. Das sind die fünf verschiedenen Blöcke, die es gibt. Also sie benötigen immer den Standardblock. Einen Farmblock. Und dementsprechend können wir jetzt eigentlich hergehen und das mal ganz gechillt hier so ein paar Farmblöcke herstellen. Was brauchen wir denn für Tubes? Zinn Electron Tubes. Okay. Das bedeutet, wir nehmen uns jetzt ein bisschen Zinn. Ein bisschen roten Stein. Und ein bisschen Sand. Was kann man denn aus Hard Sand machen? Gar nichts. Ist ja scheiße. Ich muss mein Quarry wohl mal in der Wüste aufstellen gehen. So wie ich das sehe. Ah, verdammt, ich brauche aber so viele Elektron-Typen. Ah, ich glaube, man kriegt aber immer 4 aus pro Rezept. Damit gehen wir zu unserem Thermionic Fabricator, den wir hier in der Ecke stehen haben. Ah, da ist sogar Glas drin, das ist schön. Zack. Whoop. So. Also tatsächlich, einen Tin Electron Tube pro Block. Das ist echt krass. Stimmt das dann so? 36, ja. Was brauchen wir noch? Tin Gears, Trapdoor, und Golden Electron Tubes. Gut, dann machen wir uns noch ein paar Golden Electron Tubes. Wieso eigentlich auch nicht? Und weißt du was? Wir nehmen uns sogar noch ein Set Tin Gears mit. Sup, so. Das ist übrigens egal, wenn ihr da zwei drin stehen habt. Das sind sowieso nur Ghost-Blöcke, also so gesehen. Nee. Ah, doch keine Ghost-Blöcke. Gut, ich dachte gerade, es ist ein bisschen komisch, dass ich die Sachen wieder zurückbekomme, wenn ich sie da rausnehme, wenn es nur Ghost-Blöcke sind. So, dann können wir, glaube ich, wieder nach oben gehen. So. Lass mich mal ganz kurz was schauen. Okay. Jo. Ah ja, wisst ihr was, dann bauen wir das auch mit ein. Wieso eigentlich nicht? Also, was machen die ganzen unterschiedlichen Blöcke? Jetzt stellen wir es uns erstmal her. Damit wir das mal haben. So, 36. 36 Grad und heißer. Was können wir damit anstellen? Folgende Situation. Wir haben die Gearbox, die ihr hier seht. Die erlaubt uns Strom in die Multiblock-Farm zu pumpen. Wie das aussieht, seht ihr gleich. Okay, ich habe keine Tin Gears, aber brauche ich wohl mal ein paar. Ah, komm. Craft mir mal ein Stack Cobble Gears, bitte. Oh, das ist dezent langsam für die Anzahl an Crafting-CPUs, die ich habe, wenn ich das mal anmerken darf. Ich meine, du musst bloß ein paar Sticks herstellen aus Holz. Das ist schon abgefuckt. Hat er sogar Holz? Muss ich was wissen. Nein, nicht Gorge. Naja, er liegt zumindest noch unter der Tickgrenze, aber schnell ist auch was anderes.
Ja, keine Ahnung, wie viele nehmen wir denn? Mal ein paar, hä? 16. 16 ist okay. Also. Wir wollen uns erstmal eine Gearbox, die erlaubt uns, Strom in die Farm zu pumpen, dann das brauchst du. Dann brauchen wir ein Hatch. Echt jetzt? Trapdoor? Ich habe keine Trapdoor, glaubt man sowas. Die Hatch erlaubt uns. Paar von machen. Was erlaubt uns die Hatch? Die Hatch erlaubt uns Items in die Farm einzubringen. So. Dann brauchen wir noch die komische Valve Ding. Dazu brauchen wir Glas. Okay. Damit können wir Flüssigkeiten in die Farm einbringen. Und als letztes den Controller, welcher uns ermöglicht, die Farm zu kontrollieren. Aha, das ist ja super. So. Und dann brauchen wir... Ich überlege gerade, wie das ist mit dem... mit den Blöcken. Muss ich die... Ja, gut, dazu brauche ich jetzt nicht unbedingt. Na, es wäre auch schön gewesen. Ah, egal. Dann nehmen wir eben doch noch ein paar Stone Bricks mit. Also, was haben wir denn hier? 44. Machen wir mal noch ein paar. Stack. Ja. Das sollte reichen. So, jetzt wollen wir mal gucken, wir die komischen Gears hier noch weg. Brauche ich nicht. Gehen wir mal schauen. Vielleicht kriege ich euch wenigstens in der Folge hin zu erklären, wie man die Farm aufbaut. Und vielleicht müssen wir sie in der nächsten Folge dann in Betrieb nehmen. Mal schauen. Beziehungsweise fällt mir gerade was ein, was ich auch mal gerne bauen würde. Ihr seht, unser kleines Experiment mit dem Bone Meal hat zu lustigen Effekten geführt. Dass hier alle möglichen Bäume gewachsen sind. Fällen wir mal. Ah, jetzt hätte ich gerne Thormic Axe. Egal. Ganz ehrlich gesagt, ich weiß nicht, egal. Das ist übrigens ein ganz... Naja, nee, das funktioniert so nicht. Das ist übrigens ganz interessant. Das sind Vanilleschoten hier. Was haben wir hier? Ich glaube, das wird Zimt sein. Schätze ich jetzt einfach mal. Denn das ist jetzt das Einzige, was mir einfällt, was man aus der Rinde gewinnt. Jo, Zimt. Cinnamon. Dann haben wir hier sonst noch alle möglichen Bäume. Die von, weiß nicht, Harvestcraft oder... Ja, es müsste Harvestcraft sein eigentlich. Wenn ich mich täusche, komm. Ist ganz lustig, eigentlich... Ich weiß nicht, ich finde es ja eigentlich ganz interessant, mal ein paar mehr Früchte und sowas im Minecraft zu haben. Ich würde das ja mal reizen, zu sehen, wie solche Mods für die Allgemeinheit von Minecraft-Spielern ankommen. Ich meine, Minecraft baut aber auch immer mehr von diesen Kack ein. Also ich meine, ganz am Anfang, was hatten die schon groß? Nicht wirklich irgendwas. Mittlerweile gibt es Karotten und Kartoffeln und Kürbiskuchen und was weiß ich was alles. Also so gesehen muss es ja wohl doch dann irgendwie ganz interessant sein, die Sachen zu haben. So, wir werden uns jetzt mal eine schön hässliche Farm bauen. Denn das Problem ist, dass wir hier nicht wirklich weit nach unten können. Wir könnten allerdings drunter gehen vom Level. Das würde funktionieren. Ist immer blöd für Bäume, weil er sich in der Mitte natürlich so ein bisschen überschneidet. Deswegen, lass mich mal gucken, was ist denn hier unten drunter? Vielleicht können wir ja doch runter. Ja. Und da haben wir schon Stein. Ich glaube, er hat das Setup nur kopiert. Ja, genau. Mit Bedrock unten drunter. Das ist natürlich nicht allzu praktisch. Dann, ja, frage ich jetzt vielleicht warum. Ja, aber die Problematik ist, da kommt man nie gescheit unten drunter. Schon mindestens zwei hoch sein. So, ich habe keine Ahnung, wo ich die jetzt hinstelle. Ich stelle die jetzt einfach hier mitten rein irgendwo.
Und zwar hatten wir gesagt, 3x3 in der Fläche und dann 4 hoch. Jetzt müssen wir allerdings noch eine Kleinigkeit machen. Und zwar müssen wir noch die einzelnen Elemente, die wir jetzt hier haben, unterbringen. Und das machen wir jetzt gleich, wenn wir schon dabei sind. Die Gearbox, Strom. Ja, wo kann von mir Strom herkommen? Von mir ist da Hatch, Items hier, Valve, Wasser hier und Controller machen wir noch da. Und dann bauen wir hier weiter unser Layout auf. Jo. Und sobald wir jetzt den letzten Block setzen, dauert es einen Augenblick und mit diesem Band sehen wir, die Farm ist fertig und funktional. Wie gesagt, über die hat jetzt hier keine sensitiven Sachen für die Seiten, aber wir können über die einzelnen Sachen, die nötigen Sachen, über die einzelnen Sachen, die nötigen Sachen, oh Gott ey, was für ein Deutsch. Haben wir denn noch so einen komischen Tank, ist meine Frage. Nee, aber wir können mal einen craften. Haben wir noch die Materialien dafür? Ja. Sehr schön. Weiß noch einer, wie das war mit dem Wasser? Ich weiß gar nicht mehr, welche Wasserfarbe wir hatten. Oh Gott, wie schlecht. Na komm. Das, Mann. So. Oh, guck mal, hier hätten wir auch noch so eine Wassersource-Block, den wir setzen könnten. Durch einen Ender-Tank. Mal kurz nachgucken, wie das war. Weiß, weiß, blau? Oder war es weiß, blau, blau? Ja, irgendwie sowas. Wo hatten wir denn Wasser hingestellt? Ja, da hinten, genau. Weiß, weiß, blau. Das heißt, ich brauche bloß ein bisschen Lapis. Das kriege ich gerade noch so hin. Brauche ich noch was anderes? Nichts wirklich Wichtiges, was ich mir nicht bestellen könnte, würde ich sagen. Wir müssen sowieso mal überlegen, ob das so eine ideale Idee ist, hier überall ME-Cable hinzulegen. Das wäre nämlich dann der nächste Schritt, den wir gehen würden. Aber meh. Sage ich dazu nur meh. So, Lapis bitte einmal, danke. Weiß, weiß, blau. Um euch zu demonstrieren, dass es jetzt funktioniert, seht ihr hier kein Wasser. Wenn ich jetzt den Hebelchen hier drehe, Wasser. Genau, weil er eben nämlich direkt neben diesem Ventil steht. So, was haben wir schon mal drin? Jetzt sehen wir hier die Typ der Farm. Da gibt es ganz viele verschiedene und den wir jetzt gerade sehen, ist Managed Arboretum. Ja, was ist ein Managed Arboretum? Ja, ein Managed Arboretum ist, dass diese Farm automatisch Pflanzen, also wie soll man das erklären? Sie pflanzt automatisch Bäume und erntet das Holz, die Saplings und die Früchte, Äpfel im meisten Fall. Und das ist die Standardkonfiguration, aber die Farm kann noch wesentlich mehr. Und zwar, lasst mich mal kurz das Wiki zitieren. Wir können eine Peatbog draus machen, eine Crop Farm, eine Vegetable Farm, eine Inferno Farm und eine Shroom Farm. Das sind alles Managed Farm. Das heißt so viel wie, die machen alles automatisch. Und dann haben wir noch Manual Farms. Und dann gibt es die Orchard, Peatbog, Crop Farm, Vegetable Farm, Succulent Farm, Reed Farm, Rubber Plantation, Gourd Farm und Cocoa Plantation. Was machen die jeweils? Naja, so etwa das, was die Namen sagen. Also vielleicht Peatbog, die stellt Bog Earth her, beziehungsweise Peat, also Torf. Crop Farm für Weizen, Vegetable Farm für Karotten und Kartoffeln, Infernal Farm für Netherwort und Shroom Farm für große Pilze? Okay. Dann haben wir die Orchard, die ist für alle möglichen Früchte. Peatbog ist klar, das hatten wir gerade. Crop auch, Vegetable auch, Succulent. Succulent Farm ist für Kakteen. Reed Farm für Zuckergras. Rubber Plantation für Rubber, Wood, Sticky Resin. Gourd Farm für Pumpkins und Melons. Und die Cocoa Plantation für Kakaobohnen. Und inwieweit unterscheiden die sich jetzt, werdet ihr vielleicht fragen.
Ja, gute Frage. Ich würde jetzt sagen, wir setzen erstmal unseren Ring an, den wir jetzt brauchen, um darauf sozusagen anzupflanzen. Und das ist im speziellen Fall, funktioniert das, wisst ihr was, ich mache das sogar eins höher. Kann ich wenigstens doch unten drunter durchlaufen. Ich bin ja, ich habe jetzt keine Lust, mich irgendwas zu morphen. 2, 3, 4. Jetzt diese Partikeleffekte sind mir neu. Ich nehme mal an, dass sie dir anzeigen, dass sich dieser Block noch innerhalb der Farmreichweite befindet. Bin mal gespannt, was passiert, wenn ich jetzt hier einen hinsetze. Das ist immer noch, wobei das nicht stimmt. Denn die Farmreichweite ist tatsächlich nur 4 Blöcke raus. Was unter anderem dazu führen wird, dass ich wahrscheinlich zu wenig Bricks habe, aber wir versuchen mal unser Glück. Die kleinste Größe eben ist die, die wir jetzt hier sehen. Und mit jeder Addition zu einer Seite kommt nochmal ein Block hinzu. Soll bedeuten, wenn ich das Ganze 3x4 mache, dann sind es schon 5 in jede Richtung. Es bleibt auch für 4x4 so. Für 5x3 sind es dann schon 6 in jede Richtung. Und das geht dann bis zu 5x5 hoch. Und ja, das Muster dazwischen ist relativ simpel. Das ist nämlich einfach so die Ecken miteinander verbunden. Also prinzipiell das, was ihr da jetzt auf der einen Ecke seht, das jetzt einmal rundherum gemacht. Es gibt auch eine Konfigurationsoption, dass dass der Radius hier eben nicht so, naja, diamantförmig ist, wie er jetzt hier in dem Fall ist, sondern eckig. Aber das hier ist die Standardform und deswegen, naja, ihr wisst schon, ich bin eher ein Fan davon, die Sachen nicht allzu sehr zu verhunzen durch Konfiguration. Ich könnte ja mal meine Taste fürs Fliegen benutzen, dann würde ich nicht immer wieder runterfallen. So. Also, so sieht das Ganze dann aus. Und, naja, was wollen wir damit jetzt machen? Tja, ich würde sagen, darauf müsst ihr bis zur nächsten Episode warten, beziehungsweise hatte ich es schon mal erwähnt. Da schauen wir uns dann an, was wir mit dieser Farm anfangen und was uns das eigentlich bringt. Bis dahin wie immer, viel Spaß und tschüss!